Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich Was willkommen Besuch, Yuga. zurück zu Let's Danke, Play Meldor. Skyrim Und Enderal. danke euch, dass ihr es euch nicht anders überlegt habt. Wenn es so wie sonst ist, dürfte es jede Minute beginnen. Okay, ich Am setz mich. besten, ihr nehmt einfach Platz und wartet. Und Hast du ich warne Popcorn? euch, es wird nicht schön. Gib mir Popcorn. Ach, Mathilda. Nein, ich. Yuga, sie kommen. Und es geht los. Nein, 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 bitte nicht. Ich. Ach, komm schon. Du machst dir zu viele Sorgen. Das weiß ich, verdammt. Aber hast du einen besseren Vorschlag? Okay. Und Ich glaube, ich habe etwas gehört. ihr meint, ihr habt die Stimmen gehört? Was seid ihr? Eine Art Geisterseher? Nein, ich habe seit kurzem diese Visionen. Ich weiß, es klingt surreal und ich verstehe es selber nicht. Sagt euch der Name Pentas etwas? Das war doch dieser Fischer. Erinnerst du dich nicht mehr? Er hat mit den Briganten kollaboriert und sich bei der Verhaftung das Leben genommen. Ah, richtig. Und seine Gefährtin hat sich daraufhin im Meer ertränkt. Das arme Ding. Aber ich verstehe nicht, was bei Malphas soll dieser Fischer mit Mathildas Krankheit zu tun haben? Na, wenn sie die Frau im Wasser ertränkt hat. Ne? Und die Schreie kommen aus dem Wasser. Hat das irgendwas mit dieser Frau zu tun? Und ich schätze mal, dass deine Frau fremdgegangen ist mit hast du nicht gesehen. Und dann irgendwie alles eskalierte ist und die Frau dann ins Wasser gesprungen ist und tot. Ich weiß es nicht, aber irgendwas sagt mir, dass wir dieser Fährte nachgehen sollten. Irgendetwas. So. Wären die Umstände andere, hätte ich euch einen Scharlatan geschimpft und herausgejagt. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr es ehrlich meint. Und wer bin ich, um eine Chance, und sei sie noch so klein, auszuschlagen? Meldor, wo genau lag das Haus dieses Fischers nochmal? Habe eine Karte. Dann gib sie ihr. Natürlich, Bruder. Wenn Pentas tatsächlich irgendetwas mit all dem zu tun hat, dann solltet ihr einen Blick auf sein Heim werfen. Es sollte leer stehen. Und jetzt entschuldigt mich bitte alle beide. Ich brauche etwas Raum für mich. Okay. Also. Hier, das ist die Karte. Sein Haus ist nicht weit vom Dorf entfernt, aber ihr solltet trotzdem vorsichtig sein. Dass die Küstenpirsche in den letzten Monaten ungewöhnlich aggressiv sind, habt ihr vermutlich schon auf eurer Reise hierher gemerkt. Ihr seid Arkanist, richtig? Seid ihr so also ein Teil dieses Heiligen Ordens? Dieses Heiligen Ordens? Je, euch steht ja wirklich Fremdländer auf der Stirn geschrieben. Aber nein, bin ich nicht. Ich habe zwar wie jeder andere Magiebegabte auch den Gang zum Wasser absolviert, aber für das Amt eines Hüters oder Magisters wäre ich nicht geeignet gewesen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich wollte es auch nicht. Noch mehr Wissen. Bams. Was ist jetzt eigentlich mit diesem Pentas und seiner Gefährtin passiert? Wie schon gesagt, er war ein Verräter, der mit Briganten auf der Groschenstraße kollaboriert hat. Nach außen hin hat er den Unschuldigen gemimt, aber irgendwann haben die Gardisten davon Wind bekommen und wollten ihn verhaften, tja, und wie es eben so ist, wollte der Narr nicht klein beigeben und hat sich gewehrt, was für ihn, sagen wir einfach, ungut ausging. Seine Gefährtin hat das nicht ertragen und sich anschließend das Leben genommen. Eine tragische Geschichte, aber er hatte die Wahl. Das ist das Leben. Also seid ihr weder Wildmagier noch Arkanist des Ordens? Richtig, ich bin freier Arkanist, so wie viele andere auch. Aber eure Neugierde in Ehren, ich denke, wir sollten uns die Gespräche für später aufbewahren. Geht klar. Schauen wir mal nach.
Ich habe gerade gesehen, dass wir auch irgendwie noch andere Aufträge hier haben. Gar nicht mal so wenige. Wo kommt die alle her? Den im geschrieben, also den im Gedicht geschriebenen Ort finden. Der Wanderer erzählt von einem Meuchelmord, der sein Handwerk mit Entropie und Psionik verband. Okay. Machen wir erstmal diese Quest. Eins nach dem anderen, Freunde. Die Sonnenküste. Dann werden wir mal dieses Mysterium aufklären, denn ich als Privatdetektiv meines Zeichens werde das definitiv leicht lösen können. Wir gucken als allererstes mal auf die Karte und es wird höchstwahrscheinlich da die Hütte sein, die wir schon kennen. Genau, Penthes Haus kennen wir schon, war abgesperrt. Soweit ich mich erinnern kann. Da spreng ich lieber nicht runter. So. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch irgendwie einen Weg hineinfinden. Wie das Ganze aussehen wird, das ist mir selbst noch nicht bewusst. Ich frage mich, ob mein Esel mich immer noch verfolgt. Mr. G-Strings? Ich glaube eher nicht. Und ich glaube, Wölfe sind mittlerweile auch nicht mehr das große Problem, ne? Wann hätten wir ja fast schon. Fast. Na komm. Sauber. Bin gespannt, was wir hier in der Nähe vom Flusswald alles noch finden werden, erreichen können. Ich meine, wir haben hier verdammt viele Orte noch nicht entdeckt. Das finde ich ein bisschen schade, dass wenn wir hier einfach durchrennen würden wir einfach so viel verpassen, wie zum Beispiel die Pilze hier, die unsere Tragekraft enorm verbessern. Die möchte ich nicht missen, Freunde, die möchte ich. Also machen wir auf dem Weg hier nochmal ein Haus hin. Ah, der alte Stollen. Damals, wisst ihr noch, vor sich zwei, drei Folgen. So, ich glaube, die Hütte ist sogar näher dran als die Hütte, die wir sehen, oder? Oder ist das da die hier? Ein Skelett. Dich hole ich nicht extra meinen Bogen raus, das bringt nichts. Kritischer Treffer. Boom. Ein Schild. Ja, super. Achso, das ist dasselbe. Ah, die Truhe. Dann nehmen wir doch das hier gerne mit. Und hier haben wir noch ein Novize. Ah, easy. Oder auch nicht. Easy. Ring des Berserkers. Kennen wir schon? Blockt. Ah, super. Das Schilde. Hallo. Bist du die Frau, die sich ins Meer gestürzt hat? Die scheint tot zu sein. Guck durch die Haut an. Sie sieht aus wie eine Wasserleiche. Ja. Hätte mir fast gedacht. Schlüssel zu Penthes Haus. Warum führt sie mich hier rein? Sie wollte anscheinend, dass ich hier komme, oder? Darum war es verschlossen. Ich verstehe. Gucken wir erstmal nach oben. Ich will keine Überraschung haben. Achso. Indizien. Umgefallene Vase. Ah ja? Und woher kommt das so plötzlich? Es kam einfach heute Morgen. Ich... Heute Morgen? Wann? Auf dem Schiff. Ich weiß, es klingt seltsam, aber es fühlt sich einfach richtig an. Wenn er dir nicht gefällt, können wir natürlich auch einen anderen nehmen. Es ist ja noch ein wenig hin. Nein, nein. Er gefällt mir. Damit wird sie glücklich. Damit wird sie glücklich?
Was meint sie mit sie? Ich habe zuerst gedacht, vielleicht wollte er sie heiraten. Gut. Vielleicht sollte ich erstmal das erste Indiz angucken. Ich bin mir sicher, Leon. Sonst würde ich das doch nicht alles sagen. Was soll ich jetzt machen? Nichts. Was? Ich sagte, du sollst nichts machen. Was auch immer Mathildas Gründe waren, es geht uns nichts an. Sie und dieser Meldor sind es, die sich am Ende vor Malphas verantworten müssen. Und nicht wir. Aber... Kein Aber, Pentas. Wenn dieser Mann seinem eigenen Bruder so etwas antut, dann wird er dieses Geheimnis schützen wollen. Ganz egal, was passiert. Bitte? Das ergibt doch keinen Sinn. Dass es überhaupt gar nicht zusammenhängt, was da gerade passiert. Und die gestapelten Krüge auch nicht. Also er hat auf jeden Fall ein Geheimnis. Ach, was hat er mit seinem Bruder gemacht oder was hat er vor? Das ist schräg, das ist schräg. Was soll das Blut jetzt hier? Panik. Schwert beschwören. Erstmal klauen und danach weitersuchen. Elementzauber kosten 10% weniger Mana, blocken, bla bla. Na gut, nichts Großartiges. Ich könnte hier schlafen, ob ich das will, ist was anderes. Das ist doch Irrsinn, Jael. Hörst du dir eigentlich zu? Jael. Mach das doch nicht schwerer, als es eh schon ist, verdammt. Glaubst du, uns fällt das leicht? Deine Chancen sind am besten, wenn du kooperierst. Chancen? Im besten Fall verbringe ich den Rest meines Lebens im Gefängnis, verdammt nochmal. Wer auch immer euch diesen Schwachsinn erzählt hat, lügt. Und das weißt du. Jetzt haltet ihr euer verdammtes Schandmaul. Ich zähle bis drei. Wenn ihr bis dahin dieses Buttermesser nicht fallen gelassen habt, werdet ihr es bereuen. Ja? Weil ihr mich töten werdet, richtig? Bist du denn so blind, Jael? Dieser Kerl ist kein Gardist, sondern ein Söldner. Eins. Herr, ich denke, es gibt keinen Grund. Zwei. Drei. Ah! Okay. Das heißt, die Frau hat sich ertränkt und quasi die Frau von dem Typen da verflucht. Weil die irgendwas gemacht haben. Die haben irgendeinen Dreck am Stecken. Die wollen das Geheimnis auf jeden Fall bewahren. Okay. Die sieht tot aus, ja. Was ist da? Der Insel? Das ist eine Höhle. Okay. Jetzt wird's ein bisschen gruselig. Was soll jetzt da in der Höhle sein? Ihre Leiche? Hat sie sich etwa doch nicht ertränkt, sondern versteckt? Glimmerstaubhöhle. Glimmerstaub? Was hat das jetzt alles mit dieser Droge zu tun? Okay, es wird immer verrückter, Freunde, es wird immer verrückter. Hallo Fisch. Eine Malfa-Statue. Das ist aber nicht die, die wir suchen, oder?
werden wir gleich erfahren. Auftrag. Richtig, und ich betone noch einmal, es gibt keinen Grund für Gewalt. Schüchtert ihn ein, droht ihm, seiner Gefährtin weh zu tun, irgendetwas. Ich bin mir sicher, ihr versteht euer Handwerk und stellt sicher, dass unter keinen Umständen Kontakt zwischen Pentas und meinem Bruder zustande kommt. Erst eure Bezahlung wurde am vereinbarten Ort hinterlassen. Okay, Pentas und der Bruder. Der komische Zauber. Du bist also der Söldner, ja? Das war euer letzter Fehler. Nette verzauberte Axt hast du da. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nochmal aus Panik gespeichert. Die ist was wert. Dankeschön. Okay. Und jetzt sollen wir zurück, aber ich gehe nochmal in die Staubhöhle. Das mit der Statue lässt mir jetzt keine Ruhe. Das könnte die im Gedicht sein, weil hier auch Wasser ist. Wir gehen rein. Aber ich möchte jetzt unbedingt herausfinden, dass das Geheimnis zwischen dem Bruder und Pentas ist. Alter. Krass, Story. Was ist denn Scheiß? Mit der? Das kannst du mal was Lanze erzählen. Die würde eher mit einem Batüren ins Bett springen, als mit einem Weichei wie dir. Weichei? Pass mal auf, was du sagst, sonst setzt es was. Oh, droht mir mein kleiner Kohlefreund etwa? Was willst du tun? Mich mit Wattebällchen bewerfen, bis ich mich entschuldige? Schnauze, ihr beiden, wir haben zu tun. Kroko will die neue Lieferung bis zur nächsten Mondwende haben. Und wir haben noch nicht mal eine Puderdose voll. Also ran an die Arbeit. Dämliches Weib. Mal sehen, seid ihr nett oder böse? Hallo. Okay. Ach, ich bin scheiße. Ah, oh, ich hab vergessen, die Fähigkeit zu ändern. Schatten des Windes. Komm schon, kritisch, kritisch, kritisch. Nice one. Nein! Das kann nicht sein! Oh doch. Staubmischer, ja. Das sind also diese besagten Pilze, die diesen Staub wiedergeben. Wie? Oh Gott, ja, die Pilze! Oh Gott. Bisschen rum mit dem Scheiß. Den Typen werde ich definitiv nicht looten. Rindfleisch. Kappe der Elementaristen. Jo, wieso nicht? Glimmerstaub und dessen Anwendung. Kennen wir schon, ne? Sporenkrone. So, so, so. Weniger Drogen auf dem Markt. Hast du gut gemacht, Zero. Dankeschön. 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 Deiner Rucksack. Dietrich. Lehrlingsbuch parieren. Wieder etwas zum Verkaufen. Ja gut, dann ist es auf jeden Fall nicht die Statue, die wir gesucht haben. Lass mich da hoch. ETF. Will da hoch. Alchemielabor. Sporenkronen. Noch mehr Sporenkronen. Geld. Ich tue alles für Geld. Okay. So geht's auch. Oh Gott, nein!
Lass mich mit dem arkanisten Fieber in Ruhe. Das ist wie, Kryptonit. Kryptonit ist das, glaube ich. Ich glaube, das ist Kryptonit und wir sind Superman. Oder Woman. Es ergibt sogar Sinn. Außer, dass ich nicht fliegen kann. Und dass ich nicht stark bin. Und andere tolle Dinge. So, wir schlafen mal ein paar Stunden, damit es irgendwie mal Tag wird. Aber ich glaube, wir haben es gleich mitten in der Nacht, ne? 4 Uhr morgens. Ja, knapp 5. Ja, wenigstens wird es bald hell. Ne, Kollege? So, viel dazu. Dann gehen wir mal zurück, auch wenn der Baum da hinten sehr interessant aussieht. Ach, ich gehe da jetzt hin. Der scheiß Baum. Warum sieht es auch so interessant aus? Und da leuchtet irgendwas grün. Aber nicht wieder dieser Kanistenfieber-Scheiß, oder? Da leuchtet nichts grün. Der interessante Baum ist anscheinend doch nicht so interessant. Und wer bist du? Oh. Okay. Sicherheitshalber. Hallo. Und? Habt ihr was gefunden? Ihr seid ein Lügner, Melde, und ein Mörder. Was? Na klar, M für Meldor, klar. Aber darauf bin ich jetzt sofort nicht gekommen. Einiges sogar. Zum Beispiel, dass ihr eine Liebschaft mit der Gefährtin eures eigenen Bruders hattet und den Tod von Pentas und seiner Familie angeordnet habt. Was? Jetzt macht aber mal halblang. Wer zum Henker denkt ihr, dass ihr seid? Den Auftrag zeigen. Vielleicht könntet ihr mir erklären, was das zu bedeuten hat. Was? Oh, verdammt. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt, das müsst ihr mir glauben. Diese ganze Sache ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Niemand sollte zu Schaden kommen? Deshalb habt ihr auch einen Auftragsmörder angeheuert, schätze ich? Nein, ich wusste nicht, dass er ein Assassine war. Yuga, sie hat ihn nie geliebt, wisst ihr? Der einzige Grund, dass sie seine Gefährtin geblieben ist, war ihre Wegestreue und weil eine Trennung für ihn einen totalen Gesichtsverlust im Dorf bedeutet hätte. Um mit ihr anzubandeln, war sicherlich der beste Weg, um die Situation zum Guten zu wenden. Nein, sie hat das angefangen, nicht ich. Ich meine, ja, ich bin darauf eingegangen, aber oh, bei Malfas, das ist alles so verdammt falsch gelaufen. Und lasst mich raten, niemand hätte es gebergt, wenn Pentas euch beide nicht zusammen beobachtet hätte. Ja, wir trafen uns immer in der Nacht kurz vor Dämmerung am Strand. Pentas wollte vermutlich gerade seinen Kutter aufs Meer fahren und hat uns gesehen. Ich meine, er hat zwar so getan, als hätte er nichts bemerkt, aber das hat er, da bin ich mir ganz sicher. Er hatte nie vor, jemanden davon zu erzählen. Ich habe es gesehen in einer meiner Visionen. Ja, das habe ich Mathilda auch gesagt, aber sie hatte solche Angst. Könnt ihr das nicht verstehen, dass jetzt alles zusammenbricht? Ihr Leben, ihre Wegestreue, einfach alles. Warum habt ihr Yuga nicht davon erzählt? Vielleicht hätte er euch verziehen. Ja, vermutlich hätte er das sogar. Wisst ihr auch warum? Weil Yuga zumindest Mathilda alles verzeihen würde, so abgöttisch, wie er sie liebt. Er hat immer schon gedacht, der beste Weg, um eine Frau zu gewinnen, sei, sie auf ein Podest in den Sternen zu heben und von unten aus anzubeten. Dabei begreift er nicht, dass vermutlich genau das der Grund dafür ist, dass die Mädchen ihn schon damals als Bursche immer links liegen gelassen haben. Und dass Mathilda sich woanders nach einem echten Mann umgesehen hat. Und weil Mathilda Angst hatte, habt ihr keine andere Lösung gesehen, als den Fischer zu beseitigen? Nein, ich meine ja, ich habe diesen Kerl angeheuert und ihm die Lage geschildert, aber er sollte Pentas doch nur bedrohen, ihn zum Schweigen bringen und nicht, verdammt nochmal, nicht umbringen. Bitte, Madame, ihr müsst mir glauben, diese Krankheit von Mathilda, diese Stimmen, sie sind mal fast Strafe für das, was wir diesem armen Mann angetan haben. Sie wird nicht mehr aufwachen, das spüre ich tief in mir.
Und wenn ihr Yuga jetzt auch noch die Wahrheit erzählt, dann erreicht ihr damit rein gar nichts, als dass ihr einen ohnehin schon gebrochenen Mann noch weiter brecht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich will wissen, was passiert. Wenn wir das Geld annehmen, wird einfach nichts passieren. Wenn wir sagen, nein, ihr werdet dafür gerade stehen, dann werden wir wissen, was passiert. Oder er will mich umbringen. Was? Nein, das dürft ihr nicht tun, bitte. Ich bereue es doch. Was wollt ihr denn noch mehr? Ich will, dass ihr verdammt nochmal Sühne leistet. Für Pentas, für seine Frau und für eure eigene Ehrlosigkeit. Nein, verzeiht mir. Aber das kann ich nicht zulassen. Ich werde... Was zum... Nein! Nein! Helft mir! Ich... Okay. That escalated quickly. Well. Okay. Ist alles gut. Holy shit. Mein Schwert weg. Mein Schwert ist noch da. Es ist nur irgendwie unsichtbar geworden. Okay. Ich bin verwirrt. Bisschen verängstigt. Und ich würde sagen, aus diesem Grund sehen wir uns morgen wieder. Und dann verstecke ich mich hier. Und dann gehen wir zu dem komischen Baum dahin. Haut rein, euer Zero. Tschüss.